Vermessen Sie Ihren Patienten möglichst im Stehen und markieren Sie sich, falls nötig, die Messpunkte. Alle Längenmessungen sollten senkrecht und der Körperkontur folgend ausgeführt werden. Bestimmen Sie den Umfang um das Zehengrundgelenk. Nehmen Sie das Umfangmaß CY über Ferse und Rist bei maximaler Dorsaflexion. Und das Umfangmaß CB, die engste Stelle oberhalb des Knöchels. Nehmen Sie das Längenmaß LA bis Y vom Ansatz des kleinen Zehs bis zum Fersenrücken, um die Fußlänge zu bestimmen. Nehmen Sie den Knöchelumfang CB und den Größenumfang der Wade CC für die Bestimmung der Größe. Messen Sie anschließend das Längenmaß LD bis B für die Bestimmung der Länge des Ready-Wrap-Elements. Das Maß geht von der engsten Stelle unterhalb des Knies, ca. 2 bis 3 cm unter der Kniekehle, bis zum CB-Maß. Nehmen Sie für die Größenbestimmung den Umfang unterhalb des Knies, CD, ca. 2 bis 3 cm unterhalb der Kniekehle und oberhalb des Knies, CE1, ca. 5 cm über dem Knie. Für die Größenbestimmung nehmen Sie bitte am Messpunkt CE1 oberhalb des Knies und am Messpunkt CG ca. 5 cm unterhalb des Schrittes Maß. Bestimmen Sie anschließend die Länge des Elements mit dem Längenmaß LG bis E1, indem Sie die Längen der beiden Messpunkte bestimmen.